Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer und im heutigen Video wollen wir uns einmal die Haltung von Schnecken im Aquarium ansehen. Nachdem wir ja letztes Mal schon einiges erfahren haben über die Vermehrung, möchte ich nun ein paar Worte zur allgemeinen Haltung verlieren. Also bleibt dran und es wird sicher spannend, wenn wir nun auf den Grund gehen, wie man Schnecken am besten im Aquarium hält. Hierzu möchten wir uns einfach einmal meine Schneckenpopulation bzw. meinen Besatz im Guppy-Aquarium ansehen. Und hier können wir auch schon eine meiner Blasenschnecken erkennen, auf die ich ja im letzten Video schon eingegangen bin. Die erste Frage, die man sich bei Schnecken stellt, ist natürlich, unter welchen Temperaturbedingungen kann ich die am besten halten? Und da kann ich sagen, die meisten Schnecken sind doch relativ robust. Die Quellblasenschnecken beispielsweise können sogar von 0 Grad bis 30 Grad Celsius verkraften. Aber in der Regel fühlen sie sich zwischen 20 und 30 Grad am wohlsten, also am besten zwischen 20 und 24 Grad kann man Schnecken gut halten. Manche Schnecken mögen es hingegen eher wärmer, auch die tropischen Schnecken, wie beispielsweise die Raubschnecken. Da ist es von Schnecke zu Schnecke unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen sind die bei der Temperatur doch an ein relativ hohes Spektrum angepasst. Und manche können sogar im Gartenteich überleben, wie Schlammschnecken. Also diese zum Beispiel, die kann man auch in seinem Miniteich finden. Das ist doch sehr faszinierend, aber hier in diesem Guppy-Aquarium ist die Temperatur immer schön auf 22 Grad Celsius. So verhält es sich ebenfalls auch bei der Nahrung von Schnecken. Da die Schnecken sozusagen die Saubermänner und der Putztrupp im Aquarium sind, brauchen sie im Prinzip kein zusätzliches spezielles Schneckenfutter, sondern fressen durchaus auch abgestorbene Pflanzenreste und Algen. Vor allem bei Algen sind Schnecken meistens nicht weit. Das heißt, wenn ihr Algen habt, könnt ihr auch mit mehr Schnecken rechnen und einer größeren Population. Aber ansonsten sieht man ja, sie setzen sich auch gerne an solche Stängel und fressen dort die Algen dann ab. Oder auch an meiner Rückwand hier, an den Scheiben. Das heißt, Schnecken finden sich durchaus gerne dort, wo eben auch die Verkrustungen und Algen sind. Wie auch im Bodengrund, wo sich einige Arten gerne verstecken. Wie beispielsweise meine große Turmdeckelschnecke, die hier wohl auch in diesem Aquarium sich befindet. Turmdeckelschnecken hingegen mögen es eher warm und ab 22 bis 30 Grad Celsius sind die dann doch eher zu halten als in einem etwas kühleren Becken. Deswegen müsst ihr darauf achten, dass bei eurem Aquarium eben die Schnecken auch dementsprechende Temperaturen vertragen können, wie ihr sie eben habt für eure anderen Bewohner. Hier sehen wir zum Beispiel auch das Gehäuse einer meiner Turmdeckelschnecken. Das kann man daran erkennen, dass sie sehr viel länglicher sind und fast wie eine Art Turm aussehen. Daher hat sie auch ihren Namen. Das ist also eines der Merkmale. Bei anderen Schnecken, wie Raubschnecken, kann man sie auch an der Gehäusefärbung erkennen. Es gibt beispielsweise auch Rennschnecken, die so eine Art gestreiftes Muster haben, das wirklich sehr ansprechend ist, die man aber auch nicht verwechseln sollte mit eben anderen Raubschnecken, die so ähnlich aussehen. Auf jeden Fall beim Bodengrund könnt ihr darauf achten für eure Schnecken, dass es sich dabei am besten um Kies handelt. Etwas feineren Kies, da können sie gut herumschnecken. Aber im Prinzip sind sie auch da relativ anspruchslos. Wichtig ist nur, dass sie dort eben sich eingraben können und auch etwas zu fressen finden am Grund. Denn die Schnecken fressen auch gerne, was auf den Grund fällt. Wie beispielsweise auch meine Panda-Welse, wovon wir ja hier hinten jetzt vielleicht sogar einen zu Gesicht bekommen. Dort. Deswegen sind Schnecken und Welse in manchen Belangen doch sehr ähnlich zu halten. Beziehungsweise haben einen ähnlichen Nutzen im Aquarium, formulieren wir es lieber mal so. Denn Welse haben noch weitere andere Ansprüche im Gegensatz zu den Schnecken. Schnecken kann man theoretisch gesehen in jedem Gewässer halten. Je nach Größe, ab 5 Liter sind sie durchaus zu halten, aber 30 wären für manche Arten schon besser geeignet. Hier können wir auch nochmal erkennen, wie die Schnecken mit ihren Mündern eben die Beläge von den Scheiben abfressen. Das ist also auch ein sehr guter, hilfreicher Tipp. Es gibt allerdings auch Welsarten, die gerne an die Scheiben sich saugen, wie das Saugwels, die ihr wählen könnt, wenn ihr etwas möchtet in eurem Aquarium, was euch auch die Algen etwas fernhält. Allgemein zu den Algen kann ich allerdings sagen, je mehr Pflanzen ihr im Aquarium habt, desto weniger habt ihr eigentlich mit Algen zu kämpfen. Allgemein zu den Algen habe ich ja im ein oder anderen Video schon einiges erwähnt. Hier kann ich nur nochmals sagen, dass Algen eben auch durch Lichtwachstum begünstigt werden
und durch Nährstoffüberschuss. Der kann auch entstehen, wenn ihr eure Fische überfüttert und dann eben das Ganze zum Boden sinkt, dort zersetzt wird und in Nährstoffe aufgespalten wird, wenn ihr Glück habt, die eben nur Algen begünstigen. Aber es kann auch passieren, dass es am Boden verrottet und so entsteht Nitrit, was schädlich ist für eure Fische. Wie wir hier sehen können, haben die Schnecken auch kein Problem damit, sich an anderen fremden Objekten im Aquarium entlang zu schnecken. Das ist sozusagen auch ihr Markenzeichen. Da ist es egal, ob ihr so ein Plastikteil hier habt wie ich oder, naja, sagen wir, das ist ja wohl vermutlich kein Plastik, sondern so eine Art, ja, im weitesten Sinne Kunststoff. Aber der Untergrund ist egal. Wichtig ist nur, dass sich darauf durch die grobporige Oberfläche eben auch Algen und anderes absetzen können, die eure Schnecken dann eben gerne fressen. Wie wir ja auch hier sehen können, scheinen sie an diesem Objekt auch sich zu erfreuen. Von daher habt ihr damit sehr dankbare Bewohner, die auch keine großen Probleme eben haben mit solchen fremden Objekten im Aquarium, wohingegen Fische natürlich da auch kein Problem haben. Wichtig ist nur, dass es einem selbst gefällt und hier könnt ihr auch beispielsweise sich im Inneren die kleinen Fische verkriechen oder andere Arten. Mein Panda-Wels beispielsweise verkriecht sich immer ganz gerne hier unter diesem Schiffswrack. Deswegen ist eben bei der Dekoration nicht so viel zu beachten. Wichtig ist nur, dass es eben keine Schadstoffe ans Wasser abgibt, was in der Regel die Objekte, die ihr beispielsweise auch in der Zoohandlung oder einem ähnlichen Laden erwerben könnt aus der Aquariumabteilung, da prinzipiell unbedenklich sind. Aber wenn ihr lieber Äste oder Steine im Aquarium habt, können die sich eben auch daran entlang schnecken. Von daher ist bei der Haltung von Schnecken tatsächlich recht wenig in dem Sinne zu beachten. Ich hatte ja im anderen Video auch schon angedeutet, dass wenn ihr eine riesige Population von Schnecken auf einmal feststellt, kann das eben auch durch einen Nährstoffüberschuss zustande kommen. Deswegen solltet ihr eben darauf achten, dass euer Wasser immer schön sauber bleibt und die abgestorbenen Reste auch entfernt, damit die Schnecken eben sich nicht so dermaßen ausbreiten. Allerdings ist ein Vorteil, die Schnecken, sobald sie keine Nahrung mehr finden, werden sie auch die Fortpflanzung reduzieren und mit der Zeit auch wieder weniger werden. Das heißt, da habt ihr dann auf die lange Sicht durchaus Vorteile durch eure Schnecken. Und wenn ihr sie wirklich loswerden möchtet aus einem Aquarium, dann solltet ihr sie am besten einfach nur angeln und rausnehmen und woanders aussetzen. Denn Schnecken können eben sich teilweise auch ungeschlechtlich vermehren. Bei beispielsweise Turmdeckelschnecken. Ansonsten reichen schon zwei aus, um euer komplettes Aquarium zu verschnecken sozusagen. Aber wie erwähnt, darauf bin ich in dem anderen Video ja auch schon eingegangen. Hier wollte ich euch nur noch einmal zeigen, was man bei der Haltung von Schnecken beachten kann. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Schnecken in so einer Art Schneckenvase zu halten, so wie ich es bei meinem in Anführungszeichen Mini-Aquascape handhabe. Da sind ja auch Schnecken drin und die sind eben auch bei etwas niedrigerer Wasserqualität immer noch sehr aktiv und helfen euch, das Wasser sauber zu halten. Von daher sind Schnecken doch nützliche Helfer. Ich denke, in einem Folgevideo kann ich auch nochmal auf die verschiedenen Schneckenarten im Detail eingehen, die ich jetzt noch nicht vorgestellt habe, aber in der Regel sind alle diese Schnecken zwischen 20 und 25 Grad Celsius unproblematisch zu halten. Die meisten halten sogar noch größere Spektren aus, manche sogar ab 15 Grad. Von daher, wenn eure Fische sich im Aquarium wohlfühlen, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass sich auch die Schnecken wohlfühlen, sofern ihr keine überaus exotischen Arten habt, die den Tropen entstammen. Die es natürlich auch gibt. Was wir jetzt hier sehen können, sind auch überwiegend Blasenschnecken, die wie erwähnt doch da noch zu den fast robustesten Arten gehören, neben den Teich- und Schlammschnecken. Deswegen sind die auf jeden Fall euch zu empfehlen, aber wie erwähnt auch Posthornschnecken und Spitzschlammschnecken sind geeignet. Jede Schnecke hat halt ihren eigenen Zweck im Aquarium. Manche fressen halt lieber Algen und andere eher abgestorbenes Material, aber in der Regel fressen Schnecken so ziemlich alles. Ich kann noch sagen, dass man bei der Vergesellschaftung mit Schnecken im Prinzip wenig beachten muss. Es gibt allerdings auch einige Fischarten, die räuberischer Natur sind und die kleinen Schnecken eventuell fressen können oder auch die Eier. Und außerdem ist einer der größten Feinde der Schnecken im Aquarium, bei mir persönlich zumindest, mein Signalkrebs. Denn der wird sich die Schnecken angeln und dann ausschlürfen sozusagen. Das haben wir auch in einem Video schon einmal beobachten können. Deswegen, wenn ihr Schneckenfreunde seid, solltet ihr eben aufpassen, dass die Schnecken nicht in einem Aquarium mit Krebsen oder ähnlichen räuberischen Bewohnern sind. Allerdings können Schnecken euch auch gutes Lebendfutter bieten für die Fische,
wenn sie sich vermehren. Da könnt ihr darauf achten, denn bei Schnecken, wenn sie sich vermehren, die Quellblasenschnecken bzw. einfach nur Blasenschnecken legen nämlich Eier in solchen Gelegen, die sie an die Scheibe heften. Daher haben sie auch ihren Namen durch diese Blasennester. Und wenn die sich dann einmal ausbreiten und schlüpfen, dann solltet ihr darauf achten, dass euer Wasser ausreichend Kalk enthält, denn die Schnecken beziehen daraus eben die Kalkverbindungen für ihr Gehäuse. Und wenn ihr nicht genug Kalk habt, kann es eben sein, dass es einen Säuresturz gibt, das Wasser übersäuert und dann nicht nur die Schnecken, sondern schlimmstenfalls sogar die Fische darunter leiden. Deswegen solltet ihr sie eventuell schon im jungen Alter dann entsprechend in ein Anzuchtbecken umsetzen, wenn ihr sie anzüchten möchtet. Oder ihr achtet eben darauf, dass immer ausreichend Kalk im Wasser gelöst ist. Das ist in der Regel eigentlich auch kein Problem, wenn ihr jetzt nicht unbedingt das Osmosewasser oder destilliertes Wasser verwendet habt, ausschließlich. Denn normales Leitungswasser enthält immer auch Kalk, je nach Region. Das heißt, da könnt ihr eben darauf achten, dass euer Kalkgehalt optimal ist. Aber auch etwas geringerer Kalkgehalt wird euer Aquarium nicht direkt ruinieren, wenn ihr Schnecken drin habt. Aber mehr kann halt eben das Wachstum begünstigen bei den Schneckchen. Ich hoffe, das ist ein grober Überblick darüber, wie ihr eure Schnecken im Aquarium halten könnt. Wie man sieht, ist es leichter als gedacht und in der Regel werden die Schnecken sich auch dann von alleine vermehren und ohne Probleme es sich ernähren. Wenn ihr zum Beispiel die Fische füttert, dann ist immer etwas Schwund beim Futter und das werden die Schnecken dann eben dankbar verwerten. Und ansonsten, wie gesagt, bilden sich auch gerne einmal Algen. Wenn ihr noch Fragen im Speziellen habt über Schneckenhaltung und Schnecken im Allgemeinen, könnt ihr auf meinem Kanal bestimmt noch das ein oder andere Video dazu finden. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ich sie euch beantworten kann oder auch ein anderer Aquariumexperte hier auf YouTube. Damit würde ich mich auch schon wieder für dieses Video von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet das ein oder andere hier mitnehmen. Und falls ja, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare und Anregungen, sodass wir dann hier bald noch einen größeren Überblick darüber erhalten werden, wie man die verschiedenen Schneckenarten halten kann. Bis dahin hoffe ich natürlich auch, dass ihr, wenn ihr mich schon abonniert habt, nicht vergesst, die Glocke zu läuten, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Damit sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquariane.